hat es Arne Niehörster. Da ist unser, auf der Bank, da ist vielleicht noch Silas Ostrinski, Gottschalk. Ah, jetzt. Nee, da kann ich mich nicht erinnern. Aber ich bin 82 geboren. Das war viel. Und man muss schon sagen, international haben wir vielleicht dann doch ein bisschen Nachholbedarf. Auf Marius Wolf, er ist im 16er, spielt quer. Nochmal zurückgelegt. Und weiter geht's mit Prinz Arning. Der geht auf der linken Seite auf und davon. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ecke von der linken Seite kommt rein. Dahoud, oh, will den Ball 0 im dritten Testspiel. Morgen früh geht es dann für die. Also bei Vereinen in der dritten Liga schon fantastisch. Der Aufwand dann auch sowieso. Das ist schon. Ich habe schon gesagt, Ferl, die machen einen guten Job. Das sieht man richtig. Alles gut ausgebildete. Schauen, dass der Ball nicht reinkommt. Aber da ist der 1-5. Ey, weißt du was, ey, jetzt? Was soll das denn? 1-0! Ja, jetzt geht auch Edin Terzic mal hin, der eine da reingeht. Wer war das denn, der mit dem Zopf? Wirklich, also wenn wir jetzt in so den Treffer von Ole Pohlmann, 21 Jahre jung, kam 20 Jahre. Arning jetzt Platz, er hatte gerufen, er ist jetzt schon im 16er. Auf der linken Seite legt den Ball zurück. 4 gegen 4. Pohlmann ist durch für Reus. Moukoko hat nochmal die Möglichkeit. Arning. Viele die schreiben die Bayern ja schon an. Es sind ja noch so viele Spieler, die wir noch gar nicht gesehen haben und die noch so viel Lust machen auf eine tolle. Alea. Und auf den da, auf Mats Hummels. Trainingsgelände mal die Möglichkeit hatte, ein bisschen zu sprechen. Wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren. Dahin. Ball kommt rein, zu flach meiner Ansicht nach. Moukoko. Moustapha Moukoko. Die Profis bestritten 5 Tore und dann diese Jugendbilanz 55 Mal in der U. Sieht man die Qualitäten von Moustapha Moukoko? Ja, den kriegt er. Nee. Macht's gut und durch. Tore 25 Mal in der U19, 47 Treffer. Vielleicht sehen wir es nochmal. Wieder über die rechte Seite. Kamara, Pass in die Mitte! Überrascht, dass der Ball durchkommt. Da ist die scharfe Hereingabe. Na, er kriegt den Schild vom Pohlmann. Arning. Prinz Arning. Olli sagt Ball. Alle, okay. Elber. Herumdrehen, ich weiß jetzt. Marius Wolf. Gute Parade von Niklas Thiele. Einwurf von Reich. Das nochmal Patzer. Und Tor! Und das in diesem Testspiel. Sicherlich eines seiner schönsten. Wieso Auswahl? Hiermit abgestimmt und verkündet. Ojowski. Ojowski. Schuss aufs Tor, aber 40 Minuten, gleich 41 sind gespielt. Moustapha Moukoko nach dem Pass von Marius Wolf am Torwart vorbei und hat ja auch eine besondere Beziehung zu Edin Terzic. Sein Debüt zwar noch. Wartet jetzt. Recht hart angegangen worden war. Da ist er. Mats Hummels. Oh. Fahren oben. Ja, ja. Und da weg. Die Geschichte. Marco Rose hatte es, jetzt sehen wir,
Zunächst Prinz Arning. Und die Regel lautet, wenn der einen Elfer schießt, nachdem er gefault worden ist, ist er genauso drin, wie wenn er einen Elfer schießt. Und ich glaube, aber ich meine, irgendwann wirklich mal gelesen zu haben, dass es da keine signifikante... Also Prinz Arning mit seinem zweiten Tor. In Lünen hatte er schon getroffen. Ist zweimal dran. Ja. Mal schwierigen Bedingungen auch klimatisch. Das wird sehr, sehr spannend. Also da hat noch keine Erfahrung mit, ne? Also die Jungen oder der WM-Verlauf ist, überleg mal, du bist bis im Finale, also hast wirkliche Leistung zu bringen. Das wird eine Herausforderung für alle. Die Chance gerade vorbereitet von Thal und muss sich dann aber wieder direkt aufraffen, um Vereins sehr, 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 sehr gut. Der Junge ist super. Beinuckt. Was du auf der ganz großen Bühne gezeigt hast, dass Oliver Kirch auch ein ganz großer ist. Genau, beim Trainerwechsel von Thomas Tuchel, der dann gesagt hat, er möchte lieber auf jüngere Spieler setzen. Und ich auch nicht. Ich habe keine Nachricht mehr bekommen aus Spanien. Komischerweise. Nein, es war ja dann auch. Schönes Stadion, tolle Kulisse. Das ist wirklich schön. Oh. Dass es für ihn auch interessant gewesen ist, eben auch Spieler zu sehen. Wer bietet sich an in diesem Fall? Edin Terzic hat nach dem Spiel am Samstag in Dresden gesagt. Einfach noch einen, der von hinten Bälle verteilen kann oder auch mal. Oh, schön durchgelassen.